Schaltkästchen und einfach in den Stürz sind einige wenige Proben entnommen worden, die alle Schadstoffe enthielten. Die Verunreinigungen waren offenbar bei der Bohrung 6 eingetragen worden. Der Rostocksee ist der größte See unter dem Eisschild der Antarktis. Die Bohrung durch die fast 4 Kilometer tiefe Schicht dauerte fast 2 Jahrzehnte. Russland hatte gehofft, unter dem Eis auf neue Lebensformen zu stoßen. Sternzeit. 11. März. Der Zentrum des Krebs. Fast jeder hat schon einmal vom Sternbild Krebs gehört. Schließlich ist es eines der 12 Tierkreissternbilder. Doch nur wenige haben es jemals gesehen, denn der Krebs ist ein ausgesprochen unscheinbares Sternbild. Derzeit bieten die dunklen, mondlosen Nächte eine gute Gelegenheit, nach dem Krebs Ausschau zu halten. Er leuchtet gegen 22 Uhr rot im Süden. Castor und Pollux, die Zwillingssterne, stehen zu seiner Rechten. Wilken auf dem Boden scheint etwas links unterhalb von ihm. Das bekannteste Objekt im Krebs ist die Krippe oder Präsepe. Er ist von einem dunklen Standort aus problemlos mit bloßem Auge als nebliger Platz zu erkennen. Schon im Fernglas zeigt sich die enorme Sternfilm. Nahe der Krippe stehen zwei Gestirne, die am Heulen erschienen. Acellus borealis und Acellus australis.